Minecraft-Seeds haben sehr viele Facetten. Einige davon sind stinknormal, andere sind super krank. Und deshalb werde ich euch im heutigen Video einfach mal die allerheftigsten und seltensten Seeds aller Zeiten zeigen. Ihr werdet nicht glauben, welche Seeds dabei sind, die Minecraft komplett verändern. Und ihr solltet dieses Video verändern mit einem Daumen nach oben. Lasst jetzt nochmal schnell einen Like da. Falls ihr noch kranke Seeds kennt, ab damit in die Kommentare. Und let's go. Unsere Reise beginnt in der Version 1.15 mit diesem Seed hier. Und wir erstellen einfach mal die Welt im Creative-Modus. Denn was diesen Seed so besonders macht, ist einfach mal, wir spawnen hier auf einem Mushroom Island, also auf einer Pilzinsel. Und wenn ich einfach mal die Render-Distance ein bisschen höher schraube, werden wir relativ schnell bemerken, oh mein Gott, das ist kein normaler Seed. Denn wir sehen schon, hier vorne ist unser Spawn. Hier haben wir einfach mal alle Biome außenrum. Icy Spikes, Mesa-Biom. Hier vorne einfach mal Savannen am Start. Hier ist einfach mal eine Wüste am Start. Ein Dschungelbiom darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Schaut euch mal das hier an, wie krank das einfach ist. Wir können hier wieder weiterfliegen. Also alle Biome sind einfach mal in einem Kreis. Hier sehen wir nochmal ein Tannenbiom am Start. Das ist wirklich der reinste Wahnsinn. Extreme Hills Biom auch am Start. Freunde, wie krank ist das bitte schön? Natürlich haben wir auch einfach mal hier ein ganz normales Forest Biom am Start. Ey, es ist der reinste Wahnsinn. Und wie gesagt, nicht vergessen, wir hatten einfach mal hier in der Mitte unseren Spawn. Um genau zu sein, hier vorne. Also richtig cool, aber machen wir weiter mit dem zweiten Seed. Dieser Seed in der 1.14.4 beschert uns nämlich einfach mal einen 14 Blöcke hohen Kaktus. Das hier ist einfach mal unser Spawn, Freunde, aber wir teleportieren uns jetzt einfach mal rüber zu exakt diesen Koordinaten hier. Das sollten sie zumindest sein. Und jetzt bin ich gespannt, Freunde, werden wir hier wirklich den ultrakranken Kaktus sehen? Also anscheinend sind wir hier ein bisschen zu tief. So, jetzt und wo ist der Kaktus? Da ist er, Freunde! Ein 14 Block hoher Kaktus. Ich werde bekloppt. Da ich das Ganze natürlich auch selbst mit meinen eigenen Augen sehen möchte, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ich schnappe mir jetzt einfach mal, Moment. Ich habe gerade die ganze Zeit 14 Blöcke gesagt, glaube ich. Ne? Der ist 19 Blöcke hoch, Freunde. Und zwar seht ihr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke ist dieser Kaktus einfach mal groß. Freunde, damit kann man einfach mal über die ganze Minecraft-Map schauen. Das ist wirklich der reinste Wahnsinn. Und Leute, ich weiß, auf diesen Moment haben wir alle gewartet, dass ich den Kaktus weghaue. Wir werden es tun in 3, 2, 1 und oh mein Gott. Gott, komm, 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 hau ihn weg, hau ihn weg. Oh mein Gott, wie cool war das denn? Ein natürlich generierter Kaktus, der 19 Blöcke groß ist. Wie nice ist das denn? Weiter geht es in der 1.16 Snapshot-Version. Dieser Seed ist es und wir bekommen damit angeblich ein sehr außergewöhnliches Stronghold. Schauen wir uns das Ganze mal live an. Denn wir müssen uns rüber teleportieren zu bestimmten Koordinaten, weil hier soll das, glaube ich, nicht sein in der Nähe. Um genau zu sein, sollen es diese Koordinaten sein, die ich im Chat stehen habe. Ich würde sagen, Freunde, let's go. Und wir sehen, das stimmt. Wir sind einfach mal in einem Stronghold, welches einfach mal an der Oberfläche ist vom Wasser. Freunde, schaut euch das einfach mal an. Wer hat sich das denn ausgedacht? Also ich muss sagen, das sieht schon wirklich sehr, sehr komisch aus. Also, keine Ahnung. Stellt euch mal vor, ihr fährt hier mit einem Boot entlang und auf einmal kommt einfach dieses Stronghold. Ey, da denkt man doch auch, man ist im falschen Film. Sondern kann man jetzt hier ganz normal reingehen. Ist, wie gesagt, im Stronghold. Und dann sehen wir, so sieht das Ganze aufgebaut aus. Also, das hier ist quasi die Sicht, wie das Ganze so aussieht, Freunde. Also ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr verrückt, aber ja, kranker Seed, sehr, sehr kranker Seed. Machen wir weiter mit dem nächsten. Der nächste Seed ist in der 1.16.4 und das ist er, Freunde. Erstellen wir die neue Welt und es ist ein Baum, der ein wenig anders aussehen soll. Finden tun wir diesen Baum allerdings hier nicht sofort am Spawn, sondern etwas weiter. Wir sehen, es soll sich wirklich im Dschungel befinden, das ist nicht verkehrt, aber ich weiß gar nicht, wo genau das ist. Wir teleportieren uns rüber. Das hier sind die Koordinaten. Und ich bin schon dahinter. Oh mein Gott, Freunde. Wir sehen, wenn ich mich umdrehe, sehen wir das hier. Hä? Okay, das sieht aus dem Winkel noch verrückter aus. Schaut euch das mal an. Aus dem Winkel sieht es unfassbar komisch aus. Es sieht einfach aus wie der größte Baum auf der ganzen Welt. Also wenn man das jetzt hier mal so sieht, dann ist das wie so eine Art optische Täuschung in Minecraft. Aber es fliegt einfach mal hier irgendwo im Nirgendwo dieser gigantische Baum. Also Leute,
Ich weiß nicht, warum dieser Baum hier schwebt und was seine Mission ist. Aber ich kann euch so viel sagen, es sieht auf jeden Fall verdammt cool aus. Und ja, ich denke mal, sehr selten. Und weiter geht's auch schon mit diesem Seed hier. Hier sollen wir nämlich ein Endportal bekommen, was komplett anders ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist auch eine Snapshot-Version. Also ich bin in der 1.16 Snapshot-Version unterwegs. Und das ist anscheinend die Welt, Freunde. Wenn ich mal einen Blick auf die Koordinaten werfe, dann müssen wir schon ein bisschen weiter. Denn wir sind am Spawn aktuell bei minus 113, also X. Wir müssen allerdings zu minus 1400. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Okay, okay, okay. Und ich sehe es anscheinend schon. Am besten gebe ich mir nochmal ganz kurz Night Vision, damit wir es besser sehen. Und jetzt sehen wir einfach mal. Wir haben hier einfach mal ein Ocean Monument. Angeblich soll unter diesem Ocean Monument einfach mal dieses Endportal sein. Genau, hier haben wir es auch schon. Unter einem Ocean Monument ein Endportal. WTF, wie verrückt ist das denn bitteschön? Ich muss dazu sagen, auf dem Foto sah das noch krasser aus, weil das einfach mal offen war. Ich dachte, dass das hier sogar geöffnet ist. Zumindest war es gerade auf dem Foto so, was ich gesehen habe. Aber Leute, man muss trotzdem sagen, dass das ein sehr ungewöhnlicher Ort ist für ein Endportal. Also unter einem Ocean Monument. Warum? Ich weiß nicht warum, aber es ist verdammt cool. Okay, Freunde, weiter geht's. Version 1.16.5 und dieser Seed... Spaß beiseite, aber lasst ein Like da, Leute. Dieser Seed hier soll uns ein unfassbar krankes Iglo bescheren. Ein sehr komisches Iglo, was so in Minecraft gar nicht existieren dürfte. Und das hier ist wohl die Welt, in der wir spawnen. Freunde, schauen wir uns die mal genauer an, denn hier bleiben wir nicht. Und zwar müssen wir rübergehen zu den Koordinaten, die unten links sind. Und jetzt drücke ich mal auf Teleportieren drauf. Wir sehen, oh Gott, ich bin schon mitten im Geschehen. Deshalb gehen wir nochmal an die Oberfläche, wo wir das Iglo erstmal sehen. Auf dem ersten Blick ein stinknormales Iglo irgendwo hier in einem Schneegebiet. Auf dem zweiten Blick, wenn wir einfach mal dort reingehen, sehen wir hier ist natürlich die geheime Tür. Wir gehen runter, runter, runter. Das dauert echt lange. Leute, oh mein Gott. Lasst mal in der Zwischenzeit einen fetten Like da und ein Abo. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unterstützt meine Videos auf jeden Fall sehr. Wenn wir unten angekommen sind, erwartet uns hier allerdings keine Gefängniszelle, wie es normalerweise üblich ist in einem Iglo. Denn wir haben hier einfach mal gar nichts. Das ist ja einfach kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, was das hier genau ist. Was soll das hier? Also jetzt mal wirklich, was soll das hier sein? Wir sind anscheinend hier in einem Stronghold. Und da sich dieses Stronghold irgendwie mit diesem Iglo kombiniert hat, kam genau das hierbei rum. Dass wir eine komische, kaputte Iglo-Zelle haben, was einfach keinen Sinn ergibt. Also schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das ist nämlich das Ganze hier von außen betrachtet. Also sehr, sehr umfangreich auf jeden Fall. Aber auch sehr erstaunlich, dass es sowas wirklich in Minecraft gibt. Der nächste Seed in der Version 1.16 Snapshot. Und das ist er, Freunde. Ab geht's rein im Creative-Modus. Dieser Seed soll uns einen Eingang bescheren, der abseits von Gut und Böse ist. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Denn wir spawnen einfach mal hier irgendwo im Nirgendwo. Und müssen uns rüber teleportieren. Zu exakt diesen Koordinaten hier. Und zack. Denn wenn wir uns hier rüber teleportieren, soll wohl ein ganz spezieller Eingang da sein. Und das ist er auch. Denn vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Man könnte denken, das hier ist eine ganz normale kleine Insel. Wenn man jetzt hier allerdings ein bisschen weiterläuft, dann sieht man einfach mal das hier. Und das hier ist einfach mal der Eingang zu einem Stronghold. Das heißt, wenn ich diese Blöcke hier abbaue, haben wir einfach mal einen Eingang zu einem Stronghold, der einfach mal an der Oberfläche liegt. Wir hatten schon die Möglichkeit, eine Bücherei zu finden an der Oberfläche, aber hier ist einfach mal ein ganz besonderer Eingang. Freunde, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, dass sowas generell in Minecraft gespawnt werden kann, ist wirklich sehr verrückt. Das hier ist der nächste Seed auf unserer Liste und wir bekommen einfach mal ein Villager-Dorf in einer Pyramide. Es stimmt hier wieder alles vorne und hinten nicht. Denn wir sehen, das hier ist unser Spawn. Wir teleportieren uns allerdings sofort rüber zu diesen Koordinaten hier unten links wieder eingeblendet. Und wenn wir drüben sind, sehen wir, das hier ist sie, Freunde, eine Pyramide.
in einem Haus, beziehungsweise ein Haus in einer Pyramide, wie man es sehen möchte. Und das Verrückte daran ist natürlich, dass sogar die Villager dort rein und rausgehen, sogar dort drin schlafen. Und ja, wir sehen dahinter, hinter dieser Pyramide, beziehungsweise hinter dem Haus, ist eine ganz normale Pyramide. Und das sieht einfach so komisch aus. Ich meine, schaut euch das mal an. Hier das Haus, hier rechts auch noch ein Haus. Also hier stimmt irgendwas gewaltig nicht, Freunde. Besonders hier sogar so Fackeln glitschen einfach mal in die Pyramide herein. Und wenn wir jetzt hier hereingehen in die Pyramide, sehen wir eigentlich alles ganz normal. Aber auf dem ersten Blick ist das natürlich ein Anblick, den wir nicht alle Tage in Minecraft bekommen. Aber genau das hier sind auch die krankesten Seeds. Deswegen gehen wir rüber zum nächsten. Denn das Verrückte an genau diesem Seed hier ist einfach mal, dass wir einen Schmied in eine Pyramide reinbekommen. Also so ähnlich wie gerade, nur nicht mit einem Haus, sondern mit einem Schmied. Und wir sehen, das hier ist auch sofort am Spawn. Wir müssen nur von hier rechts rüberfliegen und werden schon sehr schnell bemerken, dass wir hier in der Pyramide einfach mal Folgendes finden. Wir sehen hier ganz normal der Eingang, aber die Pyramide ist nicht wie jede andere. Denn wenn wir reingehen, ist das Ganze hier so ein bisschen verzweigt. Normalerweise müsste doch hier gar nichts sein. Aber wir sehen, hier ist nicht gar nichts in der Pyramide, sondern ein Skelett, welches auch hier sich wundert. Genau, und hier sehen wir den Schmied. Wir haben einfach mal einen Schmied. Wir haben hier die Öfen am Start. Zack. Wir haben eine Kiste am Start. Der Loot ist okay, nicht der allerkrasseste, aber ja, zwei Eisenschwerter, ein bisschen Eisen so, eine Eisenhose ist auch am Start. Und wenn wir uns mal den Aufbau hier im Spectator-Modus anschauen, merken wir, dass hier auf jeden Fall nichts stimmt. Hier unten kann man auch reinfliegen, ganz normal in die Falle. Wenn wir mal hier in die Kisten reinschauen, dann sehen wir auch hier, haben wir ein Sharpness 5 Buch. Also gar nicht mal so verkehrt, Freunde. Aber allein der Fakt, dass wir hier in diesem Villager-Dorf einen Schmied haben in der Pyramide, ist schon verrückt genug. Es gibt ja das Sprichwort, zwei Fliegen mit einer Klatsche oder Klappe. Ich weiß es nicht. Aber das hier ist der Seed. Und zwar, wenn ich jetzt hier in den Creative-Modus gehe, bekommen wir was sehr Verrücktes. Und zwar ein Dschungeltempel und eine Pyramide. Einfach mal kombiniert zu einem. Denn das hier ist unser Spawn und wenn ich mich jetzt hier mal ein bisschen weiter bewege, müsste es hier schon vorne sein und ich glaube, ja, das ist es. Das ist es einfach mal. Wir sehen, Freunde, hier ist der Dschungeltempel und sofort daneben haben wir die Pyramide und anscheinend gibt es so einen Kampf zwischen Pyramide und Dschungeltempel. Die Frage ist nur, wer gewinnt den Kampf? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, aber Fakt ist, wir können also hier in den Tempel reingehen, haben auch einen ganz normalen Aufbau. Und wenn ich jetzt hier mal ein paar Blöcke abbaue, sehen wir, sind wir schon in der Kammer vom Dschungeltempel. Also es ist wirklich verrückt, dass wir zwei Strukturen nebeneinander haben. So sieht das Ganze hier übrigens auch nochmal im Wasser aus, weil es ja ein bisschen im Wasser gespawnt ist. Und ja, wer also auf beide Sachen steht oder sich nicht entscheiden kann, kann diesen Seed benutzen. Wer von diesen zwei Strukturen gewonnen hat, ist allerdings, glaube ich, die Pyramide. Weil wenn wir in den Dschungeltempel reingehen, hat sich einfach mal hier die Pyramide rein schlawinert. Und hier sehen wir auch nochmal, dass ein wenig vom Dschungeltempel kaputt gemacht wurde durch die Pyramide. Wir sehen hier, der Gang beispielsweise wird blockiert von der Pyramide. Der Loot ist hier noch am Start, aber einige Wege wurden kaputt gemacht und wir sind jetzt einfach mal wieder in der Pyramide drin. Okay, Freunde, reicht, es ist krank. Und weiter machen wir mit diesem verrückten Seed, denn dieser verrückte Seed soll einfach mal ein Stronghold und eine Gefängniszelle von einem Iglo miteinander kombinieren. Es hört sich super komisch an, es wird auch super komisch, deswegen springen wir mal rein. Und das hier ist wohl der Spawn von dieser Welt, aber Freunde, bleiben wir hier nicht, denn wir teleportieren uns genau zu diesen Koordinaten hier herüber. Und wie gesagt, ich bin selbst gespannt, hab's noch nicht gesehen, aber es soll wohl sehr komisch aussehen. Denn wir sehen, das hier ist einfach mal unser Iglo, über welches ich schon gesprochen habe. Sieht aus wie jedes andere Iglo. Wenn wir jetzt allerdings hier reingehen, sehen wir auch eine ganz normale Trapdoor, nichts Besonderes. Es geht ein wenig nach unten und hier soll der Spaß beginnen. Denn wir sehen einfach mal, hier ist eine Kammer, aber der Boden ist so ein bisschen komisch, ne? Was haben wir denn hier? Hä? Moment mal ganz kurz. Wenn ich den Boden nämlich wegschlage, dann sehen wir einfach mal, wir haben hier einfach mal sofort daneben
dieses Endportal. Also wir können quasi hier herüberschauen von der Villager-Gefängniszelle zum Endportal. Schaut euch das mal an. Was ist das denn für ein verrückter Anblick? Das ist ein sehr, sehr verrückter Anblick und sowas in Minecraft. Also normalerweise hat man hier immer so Eisenzäune. Es sieht wirklich so aus, als wären die Eisenzäune dafür gedacht, um die zwei Villager hier einzusperren. Ist natürlich nicht der Fall. Und auch hier sieht das Ganze sehr verrückt aus. Ja, Freunde, dieser Seed ist auf jeden Fall nicht normal und super, super selten in Minecraft. Seid ihr bereit für ein super verrücktes Villager-Dorf? Denn dieser Seed hier gibt es uns. Und Freunde, dieses Villager-Dorf geht einfach mal über eine ganze Insel verteilt, über mehrere Etagen. Sehr, sehr krank. Und das hier ist er, unser Spawn, Freunde. Wenn ich mich jetzt allerdings rüber teleportiere zu exakt diesen Koordinaten hier, dann werden wir relativ schnell bemerken, okay, sehr interessanter Seed. Okay, Freunde, das hier ist er nämlich. Schaut euch das mal an. Dieses Villager-Dorf geht einfach mal bis zur Bergspitze hoch. Und was ist denn hier passiert? Hä? Okay, hier läuft anscheinend Wasser heraus, warum auch immer. Der Eisengolem hat hier also zu kämpfen. Aber wir sehen, es sieht einfach mal super verrückt aus. Von oben bis ganz nach unten alles Villager-Dorf. Und das Krasse ist einfach mal, es gibt nichts anderes hier auf dieser Insel, bis auf dieses Villager-Dorf hier. Schaut euch das an. Schaut euch das an, Freunde. Wie verrückt ist das denn, bitteschön? Besonders, was ich cool finde, sind einfach solche Sachen hier. So ein Weizenfeld irgendwie in so einer kleinen Höhle. Und hier auch nochmal so ein kleines Weizenfeld. Auch so überdacht. Ey, Hammer. Also wirklich, wirklich Hammer. So sieht die Insel einfach mal von etwas weiter aus. Finde ich hammer cool. Ein Villager-Dorf in einem Pilzbiom. Und das ist hier der Seed Version 1.17 Snapshot. Freunde, ich bin so gespannt. Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Koordinaten sind am Spawn. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Die Koordinaten lauten einfach mal 0, 0. Also wenn ich mich theoretisch jetzt hier rüber teleportiere zu 0, 0. Dann landen wir einfach mal in dem Villager-Dorf im Pilzbiom. Alter, das ist so selten. Also, soweit ich weiß, generiert normalerweise kein Villager-Dorf im Pilzbiom. Allerdings sehen wir, dass dieses Villager-Dorf genau an der Kante vom anderen Biom liegt. Und deshalb ist es quasi so überblendet. Und Freunde, wie komisch sieht das aus? Wie komisch. Also, wenn man mal ein Villager-Dorf sehen möchte im Pilzbiom, ist das hier euer Seed. Wir hatten schon komische Strukturen am Start, aber mit diesem Seed bekommen wir die nächste komische Struktur, und zwar ein Pillager-Outpost auf einer Pyramide. Und das hier ist der Spawn von der Map. Hier ist noch keine Sicht von irgendeiner Pyramide. Deshalb begeben wir uns zu diesen Koordinaten hier, und hier soll das Ganze wohl sein. Und es stimmt sogar. Alter, wir sehen, die Pyramide ist etwas versunken im Boden. Und was ist denn das hier? Was zur Hölle ist das hier? Okay, ganz normales Holz. Ich dachte, das ist auch noch irgendwas Komisches, oder? Ja, ganz normal. Aber worum es ja gehen soll, ist dieser Pillager-Outpost, der sich einfach mal auf der Pyramide befindet. Und wir sehen, hier ist wirklich eine Pyramide unter dem Boden. Die Türme glitschen hier noch so ein wenig heraus. Aber der interessante Teil beginnt ja wirklich hier. Alter, wir sehen, die Pyramide ist im Pillager-Outpost drin. Was ist das denn? Zumindest in der ersten Etage hier. Okay, okay, okay. Das heißt, man kann jetzt hier einfach sofort in die Pyramide hereinspringen. Ey, es ist super verrückt. Richtig, richtig verrückt. Hier sehen wir auch noch ein paar Sachen. Oh ja, Hammer. Hammer, Freunde. Also ich kann so viel sagen, dass das auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Wenn man einen außergewöhnlichen Seed haben möchte, Leute, bitte, hier ist er. Das Beste kommt zum Schluss. Denn mit diesem Seed bekommen wir den mit Abstand verrücktesten Spawn, den ich jemals gesehen habe. Leute, macht euch gefasst, es geht los. Lasst nochmal schnell ein Like da und wir sehen einfach mal, wir spawnen hier drauf. Wir spawnen einfach mal irgendwo im Nirgendwo. Einfach hier auf zwei kleinen Blöcken. Freunde, das ist einfach mal traurig. Wir haben wirklich nichts hier, nur diese komischen zwei Blöcke. Ja, ein trauriger Anblick. Genauso traurig wie das Ende des Videos. Lasst deshalb einen fetten Like da, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.